Schulen nicht mehr hinkriegen, Flüchtlinge zu integrieren. Ja. Das sind ja alles Folgeschäden. Ja. Wir haben eine Belastung im Bundeshaushalt, in den Landeshaushalten, die immer mehr zunimmt. Als man vor 2 Jahren davor gewarnt hat, dass es so kommen würde, da wurde man wirklich stigmatisiert, weil es keiner hören wollte. Und es war aber absehbar. Und die Leute, die haben ja eine normale, aufgeklärte Vernunft. Die wissen das doch. Wenn sie viele Leute reinlassen, die aus einer Kultur kommen, die schwierig zu integrieren ist, mit einer Religion, die zumindest zwielichtig ist, dann wird es Probleme geben, große Probleme. Und dann kommt von oben aus der Politik das Signal, das kriegen wir schon hin. Und da unten müssen die das lösen. Die können es aber nicht lösen. Ja, ja. Also, und dann kommen ja eben junge Männer aus diesen Kriegsgebieten, auch mit der Religion im Rücken. Ja. Und da gibt es eben das gefährliche Phänomen, was so keiner sehen will eigentlich, was wir als Hirnforscher natürlich sehen, ist, dass die Persönlichkeit eines Menschen spätestens bis zum 20. Jahr, eigentlich schon bis zum 12. Jahr ausdifferenziert ist. Das heißt, Charakter, Temperament, Persönlichkeit ist durch und auch kaum noch zu verändern. Das heißt, die jungen Menschen, die rüberkommen, da kommt ein irres Gewaltpotenzial rüber. Und die sind völlig mit anderen Wertvorstellungen da. Und das ist eine Zeitbombe, die wir in uns haben, weil die gar nicht unsere Werte verstehen können. Wir können sie ihnen auch gar nicht mehr beibringen. Und wenn wir schon mit Therapeuten einen Sinn haben könnten, den ich ja immer in Frage stelle, dann wäre das, dass wir mit diesen Flüchtlingen Therapie machen müssen. Aber da kann man auch nicht mehr viel erreichen. Das muss man mal akzeptieren. Aber würden Sie dann... Spiegeln Sie das mal in die Politik rein. Ja, genau. Ja, das wollte ich gerade Sie das mal in denn die Politik. Dann saß hier Claudia Roth, die sagt, wir machen alles, Integration und wir machen Kurse und alles so. Dann ist das Naivität. Ja, sicher. Es ist aber da, du kannst sie nicht, da ist nichts zu integrieren in vielen Bereichen. Du kannst die Sprache lernen, aber nicht den Kulturkreis, nicht die Religiosität, nicht die Überzeugung und schon gar nicht das Gewaltpotenzial. Es kommen Menschen, die haben ein irres aggressives Potenzial, weil die in Kriegen aufgewachsen sind. Die haben gelernt zu kämpfen, die wissen gar nicht, wie Harmonie geht. Und das umzutrainieren, ist eine Irrsinnsaufgabe. Wir fragen mal kurz nach draußen.